Was geht ab, Leute? In der heutigen Fußball-Challenge muss ich Traumtore schießen, um meine Schuhe abzugraden. Ich fange mit meinen 0 Euro Barfußfüßen an und das Video endet erst, wenn ich mit den 1000 Euro Off-White-Schuhen ein Traumtor geschossen habe. Wir haben unseren Keeper Gianluigi Buffet im Kasten und wir fangen barfuß an, direkt das erste Traumtor. Das war nicht ganz Traum, aber Melis Performance ist ja ein Albtraum. Und Leute, das sind nicht die Tore, die wir heute sehen wollen, deswegen wird weitergeschossen. Natürlich muss man auch gucken, ob barfuß ein paar Skills gehen. Oh, scheiße, ich bin auf der Straße aufgewachsen. Barfuß tut so weh. Mann, da fehlt noch ein Zehennagel. Ein Zehennagel muss ja näher in den Winkel. Traumtor! Anders, dieser Meli. Jawoll! Und da haben wir das erste Traumtor. Jetzt können wir direkt upgraden. Und zwar in die Slice. Let's go. Ich glaube, das wird schwieriger. Schlappe fliegt weiter als Ball. Für Meli reicht's allemal. Ja, ein Außenritt. Schlappinho. Bam. Gani. Oh. Kein Traumtor. Kein Traumtor. Will einer den Zeh nuckeln? Ja. Nope. Ist da. Hey, guck mal bitte, wie rot mein Fuß ist. Kann man ruhig mal klatschen. Wir brauchen einen kleinen Volley, glaube ich. Wir brauchen einen kleinen Volley diesmal. Ah, nein! Huch! Ey! Nope! Das Ende! Ah. Was soll ich euch sagen, Leute? Die Schlappen bringen mich schon zur Verzweiflung. Hey, hab ich da Traumtor gehört in den Kommentaren? Der ist broken, Alter. Brokeback Mountain. Latsche schon kaputt. Was ist das? Leck mich an, de Fütt. Zählt, ist mir egal. Zählt. Was, das ist die größte Scheiße, die jemals erfunden wurde. Hier, barfuß geht immer. Wir gehen das erste Mal in Schuhe. Und zwar diese schönen hier von Wish. Keine Ahnung, ungefähr 30 Euro. Die ersten Schuhe. Jetzt mit den Fake-Ronaldo-Schuhen. Schuh Nummer 3. Jetzt werden die harten Geschütze ausgefahren. Knackel mich mal. Schau ihn dir an. Kurz mal mit links einer eingeschenkt da. Nope. Bisschen höher. Oh, Melo springt. Schuhe sind zwar auch der größte Rotz, sag ich euch, wie es ist. Ach du Scheiß, fühle ich an wie Clownsfüße. Ich kann nicht mal mehr hochhalten. Ich kann nicht mal mehr hochhalten. Aber alles ist besser als Schlappen. Moin. Was ist das, der braucht? Ich hoffe, die Kamera lief. Er war schon sehr sexy. Hab in die nächsten Treter. Das kann wieder was werden. Adidas Yeezy Foam Runner. Nicht gefaked. Der ist für Speed. Sieht schon clean aus, seid ehrlich. Sieht clean aus. Give it to me, baby. First ball for Speed. First ball. Second ball. Nope. Das ist ja unglaublich, was hier passiert. Ein Like für Meli.
Bruh. Das gibt es ja nicht. Nimm diesen Like wieder zurück. Mal kurz einen mit links ausgepackt. Ei! Olle! Komm, also, den kann man wirklich mal zählen lassen mit den Foam Runnern. Speed, you want to do a football challenge? No problem, man. Ronaldo's the GOAT. Als nächstes haben wir meine Nike Mercurial Superfly, mit denen ich letzte Saison gespielt habe. Also sehr, sehr starke, solide Nike-Schuhe. Die ersten guten Schuhe. Wow, wow, wow. Fühlt sich einfach nur nice an, Leute. Ich bin einfach da jetzt. Das alles, was ihr eben gesehen habt, es lag an den Schuhen. Wo willst du ihn, Meli? Komm! Links unten. Wie soll das ein Traumtor sein? Problem. Nope. Das Saxophon. Ist ja ein bisschen heiß, oder bin ich da? Der hält ja jetzt alles hier. Der Meli hat mich gerade Udus Puchuchu genannt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was es heißt? Oh, ein kleines Problem. Ein Traumtor. Noch ein? Komm! Kein Traumtor. Pablito? Ich kann froh sein, wenn ich nach diesem Video noch meine Kniescheibe habe. Ball, geh rein. Bam! Ey, ist der Ball irgendwie taub? Ha! Nope. Der war schon sehr sexy, ganz ehrlich. Nicht mal Oliver Kahn hätte den gehalten. Wahrscheinlich, weil er in Rente ist. Lange nicht mehr gesehen auf diesem Kanal. Die Balenciaga Fußballschuhe. Damit hat alles angefangen. Mit denen habe ich damals als Kind das Fußballspielen gelernt. Deswegen bin ich auch so schlecht. Top of the top, würde ich sagen. Hab die Schuhe vermisst. Manchmal vergesse ich, dass Meli ja wirklich ein Torwart ist. Ich glaube, er vergisst das auch manchmal. Okay, komm. Jetzt mach ich ernst. Jetzt, beim vorletzten Schuh macht Meli ernst. Passt jetzt auf. Nope. Olle! Die Latte ist schon mal da, sowohl hier als auch da. Was ist denn mit dem? Seitdem der ernst macht, hat der keinen Ball gehalten. Oh, das kann mir keiner erzählen! Der Schuh. Der macht jetzt Schuh zu. Das ist der Schuh-zu-Macht-Trick. Alle Schuhe zu, keine Ausreden mehr. Keine Ausreden. Dann, was sagst du dazu? Ich dachte, der Schuh ist zu. Wow! Wow, Meli! Ich würde dir gerne einen blubbern. Spürt ihr das auch? Es ist irgendwas in der Luft. Ein Traumtor in der Luft. Ist noch nicht ganz da. Ah, ist noch nicht da. Ich erlöse dich von dem Bösen. Mann, da fehlt was. Da fehlen ein paar Zentimeter. Komm! Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir erlösen den Meli. Wir gehen zu den letzten Schuhen. 1000 Euro Nike Off-White Schuhe. Let's go. Die besten, nein, nicht die besten, aber auf jeden Fall die teuersten Schuhe, die ich besitze. Und weil der Meli Hunger hat, beenden wir das jetzt ganz schnell. Nope. Danke fürs Zuschauen. Supportet mich mit einem Like, denn das war's jetzt. Mann, das war so eine coole Ansage. Ah! Okay, der ist aber nur okay. Die Dönerpreise, die müssen sich senken. Mann! Leute, lasst Liebe da. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und danke auch an die Melone. Ciao!